Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu einer weiteren Supertest-News-Ausgabe. Das Meme, muss man mittlerweile fast sagen, von neuen Karten im Supertest reißt nicht ab. Wir haben heute eine weitere Karte, die in den Supertest geht. Nennt sich Manila, soll wohl auch an diese Stadt in den Philippinen, zumindest vom Namen her, angesiedelt sein. Da ist das verortet, das Ganze. Hier mal die Minimap, eine Karte für Standardgefechte, 1000x1000 Meter, ja, Location Southeast Asia, Manila eben. Wir werden hier in einem kurzen Video einen kurzen Blick drauf werfen. Wir sehen hier schon, Wargaming erfindet auch mit dieser Karte die Maps nicht neu. Hier die ganze Übersicht, die wir haben, vier Gebiete, die sich Wargaming im Moment für die Karte so ausgedacht hat, rot. Die 1, die Stadt, hey, überraschend, die Heavy Lane. 2, die Mitte, offen, hey, überraschend, die Light Tanks. 4, semi-offen, hey, überraschend, die Medium Tanks. Und die 3, dann, hey, überraschend, die Panzerjäger. So kann man das im Grunde umreißen. Wir gucken uns mal die Bilder an, die Wargaming hier zur Verfügung gestellt hat. Auch hier, so ähnlich wie bei der Kassel-Karte, die wir letzte Woche hatten oder vorletzte Woche schon. Ich packe euch das Video auf jeden Fall in die Infobox rechts oben mit rein. Sieht das Ganze noch recht unfertig aus, vor allen Dingen von den Texturen. Ich glaube, hier geht es auch im Moment noch primär darum, so die Sachen zu positionieren und dann die ganze Karte hübsch zu machen. Hier auf jeden Fall jetzt ein Blick auf die Stadt. Wir sehen auch hier ähnlich wie bei Highway so ein paar Tornados. Ja, Atmosphäre halt. Irgendwas muss man sich ja ausdenken. Ansonsten die Gebäude, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben, passen jetzt nicht gerade in den asiatischen Raum. Gut, Manila, große Stadt, mag natürlich auch sein, dass es da nicht nur asiatisch angehauchte Gebäude gibt, aber diese Gebäude wirken eher auch hier von Highway geklaut, gerade diese Hochhäuser. Aber korrigiert mich gerne, wenn ich hier irgendwie falsch liege, aber sehr asiatisch wirken die Gebäude auf jeden Fall auf mich jetzt nicht. Ja, also hier eine kleine Brücke, verschiedene Positionen für die Heavy Tanks. Ich glaube, keine großen Überraschungen, die werden wir hier erleben. Hier die Mitte für die Light Tanks. Wargaming beschreibt es so schön. The center of the map connects the medium tanks and heavy tanks directions. Ja, es liegt halt einfach dazwischen. Also wir haben hier ein paar Büsche, wir haben hier eine Deckung. Man haben hier eine kleine Ridgeline, wo die Lights halt einfach den First Spot machen können. Nichts Besonderes, das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Und ja, hier die Position für die TDs, die dann halt vermutlich verschiedenste Schusskanäle in die Medium Line reinkriegen, in die Heavy Lane reinkriegen, aber halt natürlich auch in die Mitte. Und hier dann das Ganze nochmal von der anderen Perspektive. Ich frage mich gerade, wo das angesiedelt ist. Wir gehen mal ein Bild zurück. Ah, das ist hier hinten. Das ist die andere TD-Position für das andere Team. Quasi hier. Okay, ja, so eine kleine Fabrik nochmal auf einer offenen Fläche. Und hier dann die Burg, wo sich dann halt die Medium-Tanks treffen sollen, wo man halt auch oben reinfahren kann aus verschiedenen Richtungen. Und dann halt, wie gesagt, die Light Tanks bewirken kann, vielleicht ein Spotting auf die TDs liefern kann. Ja, und am Ende auch so ein bisschen Peekaboo mit der anderen Seite spielt. Also, nicht wirklich Überraschendes, was wir hier sehen. Ich will das Video auch gar nicht so in die Länge ziehen. Weiterhin ist völlig unbekannt, wie die Maps kommen sollen, wann sie kommen sollen. Das kann jeden Tag an den News sich was ändern. Im Moment wissen wir nicht wirklich was. Und von daher lassen wir die Spekulation. Was sagt ihr zu der Karte? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt. Game One Fan, Kulle, Gorwin, Cortano und Carbine. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.